Captain, ich habe eine intergalaktische Ampel auf dem Schirm. Sie ist rot. Stimmt, der Computer rät uns anzuhalten oder weiterzufliegen. Ich weiß auch nicht so genau. Was soll das alles? Verdammt, eine Ampel im Hyperraum. Was ist das? Eine Ampel ist eine logische Verkettung von mehrfarbigen Lichtsignalen. Rot, eigentlich müssten wir anhalten. Verdammt, wollen wir nicht einfach weiterfahren? Was soll schon passieren? Was? Augen zu und durch. Captain, das ist unlogisch. Wenn wir geblitzt werden, verlieren Sie Ihren Führerschein. Wer soll dann fahren? Zulu kann nicht, der hat schon was getrunken. Meine Lizenz ist vor 6 Milliarden abgelaufen. Captain, die Ampel ist auf grün gesprungen. Ich habe sie auf den Schirm geholt. So, jetzt können wir einfach weiterfahren. Ja, aber wie denn? Ganz einfach. Kupplung treten, ersten Gang einlegen, Schulterblick nicht vergessen, Kupplung kommen lassen, ganz vorsichtig Gas geben, weiterfahren halt. Klugscheiße. Wir können doch nicht weiterfahren. Warum nicht? Der Motor war völlig unrund. Wir kommen nicht vom Fleck. Ich kriege nicht in Gang. Es tut mir leid, Captain. Ich gucke meinen Tank, Captain. Kein Sonnenblumenöl, nur Diesel. Getankt? Ich habe gestern getankt. Aber wieso Sonnenblumenöl? Diesel. Ich tanke seit Jahren Diesel. Ist auch viel billiger, oder? Captain, Sonnenblumenöl ist viel bekümmerlicher und wird seit 600 Jahren im Triebwerk verwendet. Verdammt, ich bin der Kapitän hier und in Zukunft möchte ich über technische Neuerungen informiert werden. Ich gehe jetzt in meine Kabine und spiele beleidigte Leberwurst. Handbremse lösen. Weiterfliegen. Zulu, fliegen Sie eine Rechtskurve und lassen Sie die Handbremse in Ruhe. Läufer. Zulu! Rechts! Oh, shit!